Ja, mein Name ist Holger Wulschner. Wir sind hier heute in Großfiegeln auf unserer Anlage und haben heute ein heißes Thema. Das heißt, wie finde ich das richtige Pferd? Mein Name ist Andreas Kreuzer. Ich bin heute auch dabei und versuche auch meine Erfahrungen im Hinblick auf die Pferdesuche mit einzubringen. Also wenn ich dann ein Pferd probiere, gehe ich natürlich mit meinem Trainer los oder mit den Familienangehörigen, die ein bisschen Auge mit drauf werfen und mache mir ganz klar ein Bild von dem Pferd. Das kann ich hier an dem Pferd vielleicht ganz gut erklären. Einmal, das ist Selleria Equipe Empire. Den habe ich vor einem Jahr in Abu Dhabi auf dem Turnier gesehen. Ich habe in der Anlage gestanden mit meinen Pferden und habe den jeden Tag im Training gesehen. Das war natürlich für mich ein absoluter Glücksfall oder ein Idealfall, ein Pferd auszuprobieren. Ich kaufe ein Pferd eigentlich nicht beim ersten Mal. Ich versuche das zweimal zu probieren, vielleicht auch dreimal. Im Idealfall vielleicht nach Hause zu kommen in die eigene Anlage. Dann haben wir den mal rausgeholt auf dem Pflaster, haben mal, wie ich sage, mal gemustert. Für mich hat ganz klar Priorität der Unterbau. Das ist absolut gegeben hier. Der hat große, gesunde Hufe, alle vier Hufe gleichmäßig. Das hat mich schon mal beeindruckt und da hat er schon mal bei mir Pluspunkte gehabt. Andere haben wahrscheinlich auch Erfahrungen gemacht, wenn das Pferd einen schlechten Huf hat. Das heißt jetzt nicht, dass er nicht durchhalten muss oder kann. Für mich hat das ganz klar mit Priorität, wenn ich ein Pferd aussuche. Dann passte der zu meiner Größe, der ist 1,68 Meter groß, hat Blut. Die Abstammung hat gestimmt, obwohl ich ganz fairer halber sagen muss, man reitet nicht immer auf der Abstammung. Das ist ein Kennen. Abstammung ist total uninteressant. Das ist wieder ein Kennen, obwohl ich keinen mehr haben wollte. Was zu den Hufen natürlich ganz klar mit dazu gehört, der hat ganz gesunde Gelenke, keine Gallen, vorne ganz klare Sehnen, ganz klare Konturen, wo wir natürlich Wert darauf legen, dass das Pferd haltbar ist, also gesund ist. Der Tierarzt untersucht das Pferd ja so und so, wenn wir das Pferd kaufen. Aber der erste Eindruck, der klinische Eindruck, sagen wir, die Beschaffenheit des Pferdes, spielt für mich schon eine große Rolle. Man kann sicherlich auch mal über einen röntgenologischen Befund drüber weggucken. Wenn das Pferd klinisch, also das heißt, der ganze Bewegungsablauf in Ordnung ist, dann, wie gesagt, habe ich ihn einmal probiert, habe ihn zweimal probiert. So konnte ich sogar ein drittes Mal probieren. Ich war mir eigentlich beim zweiten Mal schon sicher. Man hat so ein gewisses Bauchgefühl. Ich kaufe auch bestimmt 60-70% der Pferde aus dem Bauch heraus. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass der Reiter auch ein bisschen nach seinem Gefühl geht, wie er sich wohlfühlt, wie ist das Befinden obendrauf. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Kriterium, was wir nicht außer Acht lassen dürfen. Jetzt habe ich das Pferd mittlerweile ein Jahr, habe mir wirklich Zeit damit genommen. Habe erstmal kleine Prüfungen geritten, dann kam Corona dazwischen, war für ihn ein Glücksfall und hat überhaupt keinen Stress gehabt und ich konnte in Ruhe ausbilden. Haben jetzt vor 14 Tagen das erste S-Springen geritten, in Redefin war er auch null, Youngster Tour, also dem Alter entsprechend. Muss aber auch sagen, wir haben jetzt ein Jahr und das hat ein Jahr wirklich gedauert, ehe wir uns so ein bisschen auch angenähert haben und auch meine Reiterei mit seiner Reiterei übereingestimmt hat. Den fertigen, glaube ich, den jeder sucht, den gibt es nur beim Bäcker. Den muss man sich backen lassen. Also müssen wir auch ein paar Kompromisse eingehen und müssen als Reiter auch aufs Pferd eingehen. Also den perfekten, glaube ich, den wird es nicht geben. Ja, das war so mein Eindruck. Aber Gott sei Dank sind wir zu zweit und jeder hat einen anderen Anspruch. Deswegen ist gut, wenn Andreas mal seine Meinung preiskund. Ja, Holger hat ja im Prinzip gerade schon mal den Idealfall besprochen. Und ich finde, das, was für mich am meisten rübergekommen ist, ist, dass man gespürt hat, dass Holger einfach total überzeugt ist von dem Pferd. Und ich glaube, dass das einfach das A und O ist. Ich muss ein Pferd anschauen und ich muss irgendwo das Gefühl haben, ja, das ist er. Und das ist das Pferd, mit dem ich die nächste Zeit, die nächsten Jahre verbringen will und mich täglich mit beschäftigen will. Ich persönlich bin jetzt nicht so sehr kritisch, was den Körperbau etc. betrifft oder auch jetzt die klassische Schönheit des Pferdes zu beurteilen. Bei mir ist es ganz viel, ja, auch der Ausdruck des Pferdes und wie sich das Pferd gibt, auch wie der Charakter auf mich wirkt. Was natürlich schon ein wichtiger Punkt ist, was Holger auch angesprochen ist, ist das Fundament der Pferde. Das ist natürlich im Prinzip das A und O, denn ohne ein gesundes Fundament können wir im Prinzip nichts erreichen. Nichtsdestotrotz finde ich wichtig, auch nochmal zu erwähnen, wir werden natürlich sehr, sehr oft nicht diesen Idealfall fortfinden. Und da ist einfach für mich wichtig, dass ich einen guten Austausch mit Schmied, mit Tierarzt habe,
und gemeinsam mit denen überlegen, mit welchen Dingen können wir leben, wo können wir gut mit umgehen, wo können wir vielleicht auch noch Dinge verbessern, die vielleicht noch nicht optimal sind, was den Beschlag angeht oder die Pflege des Pferdes. Und ich glaube, das ist auch der wichtigste Punkt. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, alle Dinge aufzunehmen, die einem auffallen an dem Pferd, aber sie auch in die passende Relation zu bekommen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die ich über die Jahre gelernt habe. Wir werden immer Dinge feststellen, die nicht ganz optimal sind an Pferden, aber wichtig ist es dann in die Relation zu bringen zu dem, was wir danach liefern können und wie wir auch das Pferd langfristig begleiten können. Ja, und nachdem man sich jetzt den ersten Eindruck des Pferdes verschafft hat und einmal einen kleinen Überblick über den Körperbau und über die Beschaffenheit des Pferdes geschaffen hat, setzt man sich dann natürlich auch aufs Pferd drauf, um das Gefühl zu bekommen, um entscheiden zu können, ob das das passende Pferd sein könnte. Und wir versuchen natürlich jetzt euch auch dabei zu zeigen, worauf wir achten und worauf ihr achten könnt beim Probieren. Wir haben hier einen sechsjährigen Contendro Caratino. Den probieren wir jetzt aus. Die Reiterin war schon am Lösen. Schritt, Trab, Galopp. Ich hätte jetzt gefragt, wenn ich das Pferd probieren würde für die Dame, hätte ich jetzt gefragt, ob sie sich wohlfühlt drauf oder ob die Grundgangarten in Ordnung sind, ob sie vom Reiten wohlfühlt. So fair muss man sein. Man muss auch dem Käufer gegenüber fair sein und sagen, dann, wenn das jetzt schon nicht passt, braucht man gar keinen Sprung machen. Und das würde ich in dem Fall auch tun. Achso, fühlt sich wohl da drauf? Oder? Ja, das fühlt sich erstmal alles schön. Man fühlt sich, setzt sich rauf, fühlt sich gleich wohl, hast schön was vor dir. Schritt, Trab, Galopp, alles schön, großzügig. Ne, das fühlt sich schon mal gut an. Ich würde ihn gerne mal ein paar Sprünge machen. Wichtig ist natürlich auch im Vorhinein schon mal zu überlegen, was will ich überhaupt mit dem Ausprobieren erreichen? Welche Erkenntnisse erhoffe ich mir davon? Und dann auch schon einen Plan zu machen, wie man da auch hinkommt zu diesen Erkenntnissen. Für mich ist da ein ganz wichtiger Punkt auch, wie lassen sich die Pferde arbeiten, wie stimmt die Harmonie zwischen Pferd und Reiter. Weil das Allerwichtigste ist natürlich dann die Arbeit mit dem Pferd, wenn das Pferd zu Hause ist. Ich muss einmal gucken, dass der Reiter so ein Distanzgefühl kriegt für das Pferd erstmal, so ein bisschen Feeling, wie groß, wie klein der Galopp ist. Also im Grunde geht es ja beim ganzen Ausprobieren im Prinzip um zwei wichtige Punkte. Das eine ist, wie passt das Pferd zu dem Reiter, wie passt das Pferd auch in das System des Reiters und zu dem ganzen Umfeld. Und das nächste ist natürlich, die Eigenschaften an sich zu überprüfen. Das heißt, wie ist die Qualität, wie ist das Vermögen, wie ist die Reiteigenschaft. Und diese zwei Punkte sind einfach wichtig. Mal ein bisschen höher, Astrid. Ich würde gerne noch einmal kommen. Man muss dem Reiter auch ein bisschen Vertrauen schenken. So wie sie das sagt jetzt, sie fühlt sich noch nicht wohl, die will noch ein, zwei Sprünge machen. Ein bisschen kleiner, bevor man hoch macht. Ich hätte jetzt schon wieder zwei Loch höher gemacht, aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass man ein bisschen dem Gefühl des Reiters folgt. Was ich glaube auch ganz grundsätzlich wichtig ist, gerade beim ersten Probieren, dass man versucht, gar nicht zu kompliziert die Dinge anzugehen, sondern eher bei simplen Dingen bleibt, um auch einfach dem Reiter die Chance zu geben, überhaupt erstmal ein Gefühl für das Pferd und für das Ganze drumherum zu bekommen. Oftmals ist es so, wenn der Reiter schon noch mit 100 anderen Aufgaben im Kopf beschäftigt ist, was den Parcours und komplizierte Linien angeht, dass dann so ein bisschen das Gefühl für das Pferd auch verloren geht. Deswegen glaube ich, ist das auch genau der richtige Ansatz, erstmal jetzt mit dem einzelnen Steil anzufangen, sich Zeit zu nehmen, viele kleine Sprünge erstmal zu machen, um erstmal auch dieses Gefühl zu festigen und erstmal auch einen Zugang zu dem Pferd zu bekommen. Ich glaube, das ist ein bisschen Ansichtssache, ob man das Pferd vorreiten lässt oder nicht. Für viele ist es einfach auch ein sichereres Gefühl, wenn man schon einmal gesehen hat, das Pferd ist brav, das Pferd guckt nicht, das Pferd ist nicht zu frisch. Ich glaube, für den einen oder anderen gibt das schon mal die erste Sicherheit und man setzt sich einfach auch ein bisschen befreiter drauf. Ich persönlich, wenn ich die Leute kenne, wenn ich die Pferde gesehen habe, setze mich eigentlich direkt drauf, weil dann habe ich auch direkt den ersten Eindruck, kann von Anfang an mit dem Pferd arbeiten, habe das erste Gefühl auch schon beim Antraben, beim Angaloppieren. Das gibt mir auch wichtige Erkenntnisse.
Aber ich glaube, das muss jeder so ein bisschen für sich dann auch rausfinden. Also was ich jetzt ganz wichtig finde, ist, wir haben gerade gesehen, dass wenn das Pferd noch zu dicht an den Sprung kommt, dass es dem Pferd etwas schwerer fällt, da wirklich den Körper zu gebrauchen. Deswegen verdreht sich das Pferd ein bisschen. Ich bin der Meinung, es muss gar nicht alles perfekt sein, wenn man beim Ausbildung einfach das Gefühl bekommt, dass man durch sein Reiten und durch die Betreuung, die man hat, das Pferd besser bekommen kann. Und deswegen finde ich es auch fast wichtiger, jetzt auch schon das Pferd so ein bisschen zu schulen und auch an diese Punkte ranzugehen, weil man dann auch relativ schnell ein Gefühl dafür bekommt, inwieweit man das Pferd auch unterstützen kann und auch arbeiten kann, in dem Sinne auf die eigene Reiterei bezogen. Ja, ich glaube auch, das ist ganz wichtig, was Andreas sagt. Man muss beim Ausprobieren schon darauf achten, ob ich das Pferd auf meine Seite bekomme, der Reiterei. Sehr gut. So, hat man schon gesehen, jetzt hat sie mehr Platz gehabt, dass sie sich richtig wohl gefühlt. Aber trotzdem wird es im Parcours auch mal einen Punkt geben, wo es einfach mal 10 cm zu dicht sind und das Pferd muss das mit lösen. Deswegen ist es beim Ausprobieren auch wichtig, dass man nicht immer, wir vielleicht schon eine ideale Distanz haben, aber für die Schüler, wo wir haben, auch vielleicht mal eine Distanz haben, wo das Pferd auch klarkommt mit. Und wichtig ist natürlich immer, dass wir eine Entwicklung sehen beim Ausprobieren. Also am Anfang ist alles neu, fürs Pferd ist es eine neue Situation, für den Reiter ist es eine neue Situation. Aber wichtig ist, dass wir immer eine Entwicklung sehen, dass man merkt von Sprung zu Sprung, das Pferd gewöhnt sich an den Reiter, der Reiter gewöhnt sich an das Pferd und es entsteht wirklich schon so eine kleine Bindung zwischen Pferd und Reiter. Was ich finde, was jetzt schon mal auffällt an den ersten Sprüngen, um jetzt auch auf die Beurteilung des Pferdes so ein bisschen einzugehen, das Pferd will immer vorsichtig sein. Man sieht zwar, dass er ab und zu mit seinem Körper das noch nicht ganz umsetzen kann, aber er hat einen super Gedanken am Sprung und will wirklich jede Berührung vermeiden. Und trotzdem hat er immer Zug nach vorne. Das, was ihm jetzt vielleicht noch ein bisschen im Weg steht, ist aber nachher für viele Leute eine sehr, sehr positive Eigenschaft. Ja, es ist ganz normal, dass man am Steilsprung anfängt. Das ist wahrscheinlich jedem bekannt. Wir haben hier auch den Steilsprung schön mit Fuß, also das Pferd Sicherheit, also Grundlinie davor gelegt, dass das Pferd Sicherheit hat, erstmal, wenn man anfängt zu springen. In dem Fall ist ein 6-jähriges Pferd, er hat ja schon ein bisschen Turnier erfahren. Ochser ähnlich, wenn man sicherlich ein 4-jähriges Pferd probiert, das wird Andreas auch wissen. Ist natürlich schwer mit Unterbauten, dann vermeidet man so wenig wie möglich Unterbauten, dass man erstmal dem Pferd eine Sicherheit gibt und einen guten Sprung bekommt. Und man versucht natürlich auch einen ganz reellen Eindruck des Pferdes zu bekommen. Und oftmals ist es halt so, wenn jetzt ein Pferd noch nicht so viel Erfahrung hat und ich fange direkt mit relativ komplizierten oder kuckigen Sprüngen an, dann gibt es Pferde, die vielleicht daraus ein bisschen aus dem Schock einen Sprung machen, der vielleicht besser ist als die Realität. Und es gibt Pferde, die viel Qualität haben, die dadurch aber eigentlich eher ein bisschen unsicherer werden. Und ich will ja einen ganz reellen Eindruck von dem Pferd haben. Ich will das Pferd nicht schocken. Ich will das Pferd wirklich, ich sag mal, in der puren Qualität sehen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ich wirklich auf dem Level auch mich aufhalte, wo das Pferd sich wohlfühlt, um dann auch einen ganz reellen Eindruck von dem Pferd zu bekommen. Weil, wie gesagt, alles, was davon abweicht, kann mir ein komplett falsches Bild in dem Moment geben. Gut, jetzt sieht man noch, der hat so ein bisschen den höchsten Punkt nach dem Sprung. Am Ende muss ich noch ein bisschen ruhiger bleiben. Was ich jetzt wichtig finde, jetzt haben wir wirklich ein paar Sprünge schon gemacht. Die beiden verstehen sich gut, das Pferd macht einen sicheren Eindruck. Und jetzt würde halt man schon mal das erste Mal Rücksprache treffen. In dem Fall jetzt auch schon mal ein bisschen das Pferd beurteilen, wie springt das Pferd, was ist wirklich das Gefühl und was wäre jetzt noch wichtig an Erkenntnissen dazu zu gelangen. Auch im Hinblick auf die eigene Reiterei und das, was ich mit dem Pferd vorhabe. Ich habe das Gefühl, das Pferd ist sehr vorsichtig. Das Pferd springt tendenziell immer noch ein bisschen weit nach vorne, was aber nicht unbedingt eine schlechte Eigenschaft sein muss nachher. Denn wenn man sich die Parcours heutzutage anschaut, da geht es viel um Schnellkraft und dass die Pferde auch einfach entwickeln können. Trotzdem müssen sich die Pferde auch dementsprechend schulen lassen, um diesen Sprungablauf eben zu erlernen. Also würde ich wahrscheinlich jetzt noch mal wahrscheinlich über ein paar Steilsprünge versuchen, diesen Ablauf vielleicht noch mal zu verändern bzw. zu verbessern, um einmal zu sehen, wie nimmt das Pferd
diese Veränderung an und wie kann man das Pferd auch schulen. Und das, finde ich, ist einfach für mich das A und O neben Qualität, Vermögen und diesen ganzen Aspekten ist für mich einfach mit der wichtigste Punkt beim Auszubringen zu spüren. Ist es ein intelligentes Pferd? Passt es zu mir? Passt es zu meiner Reiterei? Passt es zu meiner Arbeit? Denn die eigentliche Arbeit beginnt dann eigentlich erst nach dem Kauf im täglichen. Und da entscheidet sich auch, wie sich ein Pferd entwickelt oder auch eben nicht entwickelt. Und deswegen nehmen wir uns jetzt einfach nur einen einzelnen Steilsprung, versuchen das Ganze mal ein bisschen ruhiger anzulegen und schauen mal, wie er darauf reagiert und wie er das jetzt im Einzelnen umsetzen kann. Wichtig ist, wenn man jetzt Dinge verändert und auch Dinge übt, dass man sich wirklich Zeit dafür nimmt und wirklich im Einfachen das erstmal ein paar Mal wiederholt, um dem Pferd auch die Chance zu geben, das erstmal zu verstehen, was wir von ihm wollen. So. Jetzt haben wir schon gesehen, dass sie deutlich ruhiger kam. Das war genau auch das, was wir jetzt wollten, um einfach jetzt dem Pferd die Chance zu geben, auch aus diesem ruhigen Galopp sich ein bisschen mehr Zeit am Sprung nehmen zu können. Und jetzt schauen wir auch mal, wenn wir den Steilsprung höher machen, dass er sich einfach noch mehr Zeit nimmt und schauen, wie sich dann auch der Sprungablauf dementsprechend verändert. Wunderbar. Ja, vom Feinsten. Fein. Also das Gefühl war auf jeden Fall schon mal gut. Und man hat auch gesehen, dass er jetzt eigentlich das erste Mal anfängt zu verstehen, was wir von ihm wollen. Dass er sich ein bisschen mehr Zeit nimmt am Sprung. Und das ist eben genau das, was uns wichtig ist. Wir wollen eine Entwicklung sehen beim Probieren. Wir wollen sehen, wir tun dem Pferd gut. Und das ist das Allerwichtigste bei allem. Wenn man das jetzt sieht auch, ich sag mal, die Reaktion von Astrid gerade, als sie gelandet ist, dann hat man einfach gespürt, das hat sich super angefühlt. Man hat gemerkt, das Pferd wurde immer entspannter. Und das ist eigentlich das, was wir beim Ausprobieren sehen wollen. Weil egal, wie gut ein Pferd ist von den Grundvoraussetzungen, die Natur gegeben sind, das Allerwichtigste ist nachher die Ausbildung der Pferde. Und wenn die Pferde, wenn man keinen Zugang zu dem Pferd hat und auch, sag mal da, die mentale Verbindung nicht da ist, dann wird man nie etwas aus dem Pferd rausholen können, egal wie genial die Pferde auf der einen Art sein können. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, in dem Fall kenne ich ja die Reiterin und weiß, dass sie, wenn ein Pferd sehr vorsichtig ist, schnell unsicher wird. Und dann musst du ihr in gewisser Weise auch die Sicherheit geben, dass es vielleicht, sie versucht das immer übers Tempo auszugleichen dann, weil sie selber an ihrer Reiterei zweifelt, weil es genau eigentlich für mich umgedreht ist. Sie kann super ein junges Pferd ausbilden, sie hat einfach Talent, auch mit jungen Pferden umzugehen und zweifelt dann in einer gewissen Situation wieder an sich, ob das alles so richtig ist. Und dann ist der unten gefragt und dem Reiter ein bisschen Sicherheit zu geben oder vielleicht selber mal drauf sitzen und sagen, komm, wir machen das mal so. In dem Fall jetzt auch, sie hat die ersten Sprünge vielleicht immer ein bisschen überritten, weil sie unsicher war, weil das Pferd nicht so locker war und sie hat Angst, dass das zu vorsichtig für sie ist. Und jetzt, wo dann ein bisschen alles locker war und sie konnten in Ruhe mal auch einen höheren Steilsprung anreiten, schon die Sicherheit da war und das Gefühl auch da war. Und wenn wir denn jetzt beide probiert hätten, meine Frau und ich, dann hätte ich gesagt, jetzt, wenn ich den Preis gewusst hätte, den ich mir leisten kann und der in mein System passt mit der Ausbildung, finde das Pferd jetzt gut. Ich hätte ihn jetzt gekauft, wenn sie sich wohlfühlt drauf, sie muss ihn weiter ausbilden. Das ist ja wichtig für uns auch. Sie muss sich wohlfühlen und sie muss sagen, ich habe eine Idee damit, das geht weiter. Wenn er älter wäre, hätte ich gesagt, jetzt ich komme noch mal, vielleicht mal auf einen anderen Platz und noch mal ein paar Sprünge machen. Ich glaube, dass, wie Andreas auch sagt, manchmal wird das Ausprobieren auch ein bisschen überbewertet. Am Ende muss man sich wohlfühlen drauf und sagen, das Pferd passt zu mir. Ein seriöser Verkäufer, wo ich sage, da kann ich mit leben. Und dann macht der Tierarzt seinen Rest und er kommt damit klar, hätte ich ihn jetzt kein zweites Mal probiert. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch einfach, was habe ich noch an anderen Informationen über das Pferd? Wie viel weiß ich über die Turniererfahrung? Wie gut kenne ich den Verkäufer? Wie gut kann ich das einschätzen, was der Verkäufer mir erzählt? Denn das ist ja natürlich die Grundlage für den Kauf. Selbst wenn ich das Pferd mehrfach probiere, kann ich sicherlich was über das Gefühl sagen. Hat sich das bestätigt vom ersten Mal oder hat sich das nicht bestätigt? Aber wenn ich jetzt bei so einem Pferd auch ein paar Informationen schon vorher hätte, ich das Pferd auf dem Turnier gesehen hätte. Und dann endet das Probieren in dem im Prinzip so, dass das Pferd deutlich besser springt und der Reiter ein sehr, sehr gutes Gefühl hat und ich auch im Vorhinein die ganzen anderen Informationen schon gecheckt habe. Dann glaube ich, kann man auch noch mehrfach probieren. Da wird man keine neuen Erkenntnisse bekommen,
und der Rest muss sowieso in der täglichen Arbeit kommen. Und da stimme ich einfach Holger zu. Das Wichtigste ist wirklich an sein Pferd zu glauben, Kontinuität da zu haben, Geduld zu haben. Und dann habe ich eigentlich ehrlich gesagt bis jetzt in den seltensten Fällen erlebt, dass das dann auch nichts geworden ist. Mit Höhen und Tiefen, die gehören einfach dazu. Aber das macht ja auch gerade den Werdegang, den Sport und die ganze Partnerschaft mit dem Pferd aus. Ich glaube, wir sind uns einig. Wir sprechen beide dafür, das Pferd zu kaufen. Und wie es in der Ausbildung weitergeht, zeigen wir euch in den nächsten Videos. DKB.